E ave maia mako i keia la, aina mako lonei ala. Kala mai ho ia mako i ka mako lawe hala ana. Me mako i kala nei ka poe lawe hala i ka mako. Mai ho oku o ia mako i ka ho o vale vale ia mai. E ho opa kele mona e ia mako i ka ino. No ka mea, no ke au puni, a me ka mana. A me ka ho onani a maulo aku. One who's above all.
ihr zwei, das war super. Dankeschön, dass ihr das für uns gemacht habt. Genau, und ihr möchtet jetzt einfach weiter. Ist dein, Herr, wir beugen uns vor dir. Herrsche du in uns, Gott Allmächtiger, deinen Namen preisen wir. Ist das Opferlamm, Halleluja. Ehre und Preis, Stärke und Kraft. Würdig ist das Opferlamm, Halleluja. Ehre und Preis, Stärke und Kraft. Würdig ist das Opferlamm, Halleluja. Jesus, dass du hier bist. Und so wie wir jetzt die Regentropfen ein bisschen spüren, danke Herr, dass du deinen Geist auf uns ausgießen möchtest. Und danke, dass dein Heiliger Geist so sanft ist und so zärtlich und so persönlich, dass es für jeden passt. Danke, Heiliger Geist, dass du hier bist und dass du jeden jetzt erfüllen möchtest mit dem, was er braucht. Vielleicht an neuer Hoffnung, vielleicht an neuer Freude, vielleicht mehr Liebe oder was auch immer jeder nötig hat. Vielleicht auch Versorgung oder Heilung. Und danke, dass du jetzt hier unter uns bist und jedem begegnen möchtest. Dass du dein Wasser deines Geistes ausgießt über uns und dass wir das empfangen dürfen. Ich danke dir dafür, Herr. Danke für deinen Frieden, der sich jetzt hier ausbreitet auf dem ganzen Platz. Dass wir es echt richtig spüren können, wie du hier bist. Egal wie die Umstände sind und egal wie es kompliziert war, hierher zu kommen. Ja. Durch alle Baustellen und Umleitungen, du bist hier. Du findest auch einen Weg zu meinem Herzen und zu deinem Herzen. Danke, Jesus. Und ich darf jetzt die Susi nach vorne bitten. Die wird auch gleich vielleicht ein paar Takte zu sich selber sagen. Wir kennen Paul und Susi schon lange, natürlich auch, weil sie verwandtschaftlich hier connected sind mit unserer Inge. Genau. Und sie machen einen super Dienst weltweit eigentlich bei JMEM, vor allem in Hawaii. Und haben, wie gesagt, heute auch noch ein Team dabei. Und ich glaube, mehr sage ich gar nicht. Recht machst du.
Ich sag mal Aloha. Aloha. Hier, so Hang Loose ist das Zeichen von Hawaii. Aloha. Ich freue mich ganz arg, dass wir heute Morgen hier sein können. Also wir sind zu viert dieses Mal, nicht zu fünft. Unser Sohn wird langsam flügge. 16, steht auf eigene Füße, ist schon auf dem Weg zurück nach Hawaii. Und wir sind heute zu viert. Die zwei Mädels habt ihr schon gesehen. Der Paul wird nachher predigen. Und deswegen mache ich jetzt eine kurze Einleitung. Ich war jetzt ein ganzes Jahr außerhalb Amerikas. Das war so eine Verpflichtung, die ich hatte gegenüber Deutschland. Die Deutschen haben mir gesagt, du bist jetzt 17 Jahre im Ausland, du musst mal wieder zeigen, dass du hier Anbindung nach Deutschland hast. Und es kam so ganz aus dem Nichts letztes Jahr, als ich hier ankam, um meine Mutter zu pflegen, weil die Treppe runterfiel. Und dann habe ich erst gesagt, das geht nicht, ich kann nicht ein ganzes Jahr lang da weg sein. Und Gott hat so die Türen geöffnet, ganz langsam. Und wenn ich jetzt so zurückschaue, dann war das ein Jahr mit vielen Höhen und Tiefen, aber auch wie so ein Geschenk. Und manchmal muss man sich auf diese Geschenke Gottes einlassen. Die sind vielleicht ein bisschen anders verpackt, wie wir sie uns vorstellen, aber es lohnt sich auch mal, so was Neues zu wagen. Und als wir da gerade so saßen und sagen dann, Gott ist dasselbe gestern, der ist dasselbe heute und er ist dasselbe, der da kommt. Und es hat mich irgendwie so ruhig gemacht in meinem Herzen. Da habe ich gedacht, das ist so ein bisschen die Hoffnung, die da jemand geredet hat, von der jemand geredet hat. Er hat das große Bild über unserem Leben. Wir haben nur so ein ganz kleines Stück. Und sich da einfach auch in die Hände Gottes fallen lassen, immer wieder. Und es einfach zulassen. Dass wir auch nicht alles wissen. Dass wir auch nicht wissen, wie das weitergeht im Herbst mit dieser ganzen Pandemie. Aber dass wir wissen, dass er uns trägt. Er ist der Gleiche in alle Ewigkeit. Und ich freue mich ganz besonders heute Morgen, dass wir ein Team hier haben. Also Jugend mit einer Vision ist immer so was ganz Spontanes. Wir machen immer so Witze. Die Bibel von Jugend mit einer Vision, erstes Kapitel, erster Vers. Sei flexibel, sonst überlebst du das nicht. Und genauso war es. Am Freitag meldet sich ein Team in Altensteig an, die zum Paul kamen. Der hat in den letzten 3 Tagen ein Seminar gemacht über Word by Heart. Also hat er da in einer Gemeinde darüber geredet, wie man dieses, oder das haben sie auch gemacht, wie man die Bibel auswendig lernen kann. Und da kam ein Team von 5, ich möchte mal, dass ihr kurz aufsteht, die sind nämlich ganz international. Die verstehen das, ist alles. Can you get up? Okay. Also, ich fange mal von links an. Die Routinea und der Kletzen, die sind aus, könnt mal winken, can you, ja, die sind aus Brasilien. Schon seit fast 30 Jahren in Jugend mit einer Mission, machen einen ganz tollen Dienst, der Paul wird da was sagen. Dann die Susanna und der Daniel, die haben jetzt erst geheiratet im Mai, sie ist aus Spanien, aus Bad Blankenburg. Und die Judith ist aus Amerika, die hat 10 Kinder auf die Welt gebracht. Und dann starb ihr Mann ziemlich überraschend und dann hat sie so gedacht, jetzt ist mein Leben, was mache ich jetzt mit meinem Leben? Dann hat sie sich aufgemacht und kam nach Deutschland. Also finde ich ganz mutig. Vielen Dank, Team, dass ihr da seid. Und ich möchte jetzt eigentlich gar nicht mehr viel sagen, ja genau. Ich möchte jetzt eigentlich den Paul einladen, der hier heute Morgen jetzt die Predigt spricht. Und ich bin dankbar, dass der Daniel dabei ist, der macht das nämlich immer in Bad Blankenburg. Und der übersetzt heute Morgen für uns, wenn er doch bitte mal nach vorne kommt. Sorry, habe was vergessen. Der Daniel leitet mit den Routinär und Kätzchen und mit Susanna die Schule, die Word by Heart Schule in Bad Blankenburg. Und da er Deutsch spricht, wird er heute Morgen uns eine ganz bekannte kurze Geschichte Word by Heart vortragen. Also die Bibel auswendig gelernt, Wort für Wort, so lebendig, dass wir sie nochmal ganz neu hören. Also Daniel, komm mal nach vorne. So, wunderbar. Wow, was für ein Privileg. Vielen, vielen Dank, dass wir hier sein können. Bitte. Immer wieder kam Steuereintreiber und andere, die als Sünder galten, um Jesus Lehren zu hören. Aha. Aber die Pharisäer und die anderen Schriftgelehrten nahmen Anstoß daran, dass er sich mit solch verrufenen Leuten abgab und sogar mit ihnen aß. Dann erzählte Jesus ihnen 2 Gleichnisse. Eins vom verlorenen Schaf, das wiedergefunden wurde und dass die Freude darüber genauso groß ist im Himmel über den Verlorenen, der gefunden wird. Und über die verlorene Münze, die Frau gefunden hat und die mit ihrer ganzen Freunden und Nachbarschaft darüber feiert. Und genauso groß ist die Freude bei Gott, bei den Engeln Gottes, über jeden Einzelnen, der bereut und umkehrt. Und Jesus erzählt auch eine weitere Geschichte. Ein Vater hatte 2 Söhne.
Der jüngere Sohn kam zu seinem Vater und sagte, Vater, ich will meinen Anteil von deinem Besitz schon jetzt haben. Da erklärte sich der Vater bereit, seinen Besitz unter seinen Söhnen aufzuteilen. Ein paar Tage später packte der jüngere Sohn seine Sachen und zog in ein fernes Land, wo er sein ganzes Geld verprasste. Etwa zu der Zeit, wo ihm das Geld ausging, brach in jenem Land eine große Hungersnot aus. Und er hatte nichts zu essen. Er überredete einen Bauern, ihm Arbeit zu geben. Und er durfte seine Schweine hüten. Der junge Mann war so hungrig, dass die Schoten, die er an die Schweine verfüttern sollte, am liebsten selber gegessen hätte. Aber niemand gab ihm etwas. Da überlegte er und sagte, daheim haben die Tagelöhner mehr als genug zu essen und ich leide hier solchen Hunger. Ich will heimgehen zu meinem Vater und sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und auch gegen dich. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Bitte stell mich als einen deiner Tagelöhner ein. Und so kehrte er zurück. Er war noch weit entfernt, als sein Vater ihn kommen sah. Voller Liebe und Mitgefühl lief er ihm entgegen, umarmte und küsste ihn. Sein Sohn sagte, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und auch gegen dich. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Der Vater rief die Bediensteten herbei und sagte, schnell, bringt die schönsten Kleider im Haus und zieht sie ihm an. Bringt einen Ring für seinen Finger und Sandalen für seine Füße. Und schlachtet das Kalb, das wir im Stall gemästet hatten. Denn mein Sohn war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren, doch nun ist er wiedergefunden. Und ein Freudenfest begann. Währenddessen war der ältere Bruder draußen auf den Feldern und arbeitete. Als er zurückkam, hörte er Musik und Tanz im Haus. Und er fragte einen der Angestellten, was da los sei. Dein Bruder ist wieder zurück, sagte er. Und wir feiern ein Fest, weil er wohlbehalten zurückgekehrt ist. Und dein Vater hat das Kalb geschlachtet, das wir im Stall gemästet hatten. Da wurde der ältere Bruder zornig und er wollte nicht ins Haus gehen. Sein Vater kam heraus und redete ihm zu. Aber er sagte, all die Jahre habe ich hart für dich gearbeitet und dir nicht ein einziges Mal widersprochen, wenn du mir etwas aufgetragen hast. In all dieser Zeit hast du mir nicht einmal eine junge Ziege gegeben, um mit meinen Freunden ein Fest zu feiern. Und jetzt, da dein Sohn daherkommt, der dein ganzes Geld mit Huren durchgebracht hat, feierst du und schlachtest unser bestes Kalb. Der Vater sagte, mein lieber Sohn, du und ich, wir sind uns so nah. Alles, was ich habe, gehört dir. Wir mussten dieses Freudenfest feiern, denn dein Bruder war tot. Er ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren und er ist wiedergefunden. Amen. Daniel, thank you so much. Daniel, vielen lieben Dank. My Isn't pleasure. Meine Freude. Isn't it awesome to hear the word of God spoken? Ist es nicht wundervoll, das Wort Gottes gesprochen zu hören? And we just hear it in a different way. Und wir hören es auf eine andere Art. And the thing that was coming through to me so strongly. Und gedacht, es kommt so stark zu mir. Was the love of the Father. Das war die Liebe des Vaters. His son was in this desperate need. Sein Sohn war in so großer Not. And he was like beating himself up. Und hat sich selbst dafür geschlagen, selbst dafür. He was just internally sort of beating himself over the head. Und immer wieder und wieder hat sich seinen Kopf zermartert darüber. And he was at the bottom of where he could go. Und war auf dem Boden, wo auch nur sein konnte. But when the father saw him, als der Vater ihn gesehen hat, he had this raw love. Hatte diese rohe Liebe. This raw passion for his son. Diese rohe Leidenschaft für seinen Sohn. And he came running. Und ist gerannt. You know, Middle Eastern patriarchs do not run. Du wisst ihr, mittelöstliche Patriarchen oder Väter, die laufen nicht. They walk very dignified. Sie laufen sehr ehrwürdig.
But this father picks up his robe. Aber dieser Vater, der zieht sein Gewand hoch. And he comes running to the son. Und er rennt zu seinem Sohn. And the son can't even get out his apology. Und der Sohn ist nicht eben in der Lage, seine Entschuldigung zu äußern. And the father's already wanting to throw a feast. Und sein Vater will ein Fest feiern. The passion of the father for the son. Die Leidenschaft des Vaters für den Sohn. And I just want to celebrate that for a moment. Und ich will das einfach für einen Moment feiern. The joy and the passion that God has for each one of us. Die Freude und die Leidenschaft, die Gott für jeden einzelnen für uns hat. From time to times we go through seasons where we can maybe identify with the Son. Von Zeit zu Zeit gehen wir durch Situationen in unserem Leben, wo wir uns mit diesem Sohn identifizieren können. We can fall into a hole. Wir können in ein Loch fallen. We can feel condemned and overwhelmed with grief. Wir können uns verdammt und überwältigt fühlen mit Mitleid. We can feel cut off from the Lord. Wir können es fühlen, von Gott abgetrennt zu sein. But reality is, aber die Realität ist, when we return to him, wenn wir zu ihm umkehren, he picks up his robes. Er zieht seine Kleider hoch. He makes himself undignified. Und er macht sich selbst unwürdig. He doesn't care. Er kümmert sich nicht darum. Because of his love for his son. Wegen seiner Liebe für seinen Sohn. I love this story. Ich liebe diese Geschichte. But the question is, where do we find ourselves? Aber die Frage ist, wo finden wir uns selbst? Are we the son who has messed it up, who just wants to return home? Sind wir dieser Sohn, der alles verbockt hat und der dann nach Hause kommt? Or are we working hard in the fields? Oder arbeiten wir sehr hart in den Feldern? Taking care of the Himbeeren, is that Himbeeren? Ja, oder dass wir uns um die Himbeeren kümmern. Strawberries, making the hay. Sich uns um das Heu kümmern. Making the silage or whatever's here, ja, behind sich us. Sich um das Silo zu kümmern. Working hard in the fields. Sehr hart in den Feldern zu arbeiten. And we're working so hard, we feel like we're being so diligent. Und wir arbeiten so hart, wir fühlen uns diligent. Yeah. But we're also cut off from the Father's love. Aber wir sind auch von der Liebe des Vaters abgeschnitten. And we need to return to him as well. Und wir müssen zu ihm zurückkehren. This morning I want to talk about passion and love for God. Und diesen Morgen möchte ich über Leidenschaft und Liebe für Gott sprechen. Now I was going to say I will just keep preaching until the rain comes. Und eigentlich habe ich gedacht, ich predige einfach an, bis der Regen kommt. But it looks like it'll be quite a long while longer, so you can get comfortable. Also, aber sieht so aus, dass es jetzt eine Weile länger dauern wird. Also ihr könnt es euch bequem machen. I believe the season that we're in with this coronavirus pandemic. Ich denke, diese Situation, in der wir sind, in dieser Zeit mit der Corona-Pandemie. It's a challenging season. Das ist eine herausfordernde Zeit. And it doesn't seem like it's going to stop anytime soon. Und es scheint nicht, als ob es sehr bald enden wird. You know, we all hope that it's going to end. Wir alle hoffen, dass es bald endet. When the vaccination comes out, it's going to end. Und dass die Impfungen rauskommen und dass es aufhört. And then the Delta variant comes up. Right? That what comes? The Delta variant, you know, the virus changes. Ja, und dann kommt die Delta-Variante raus. And there's a whole nother iteration of this thing. Und dann geht es wieder von vorne los. I really believe, though, during this time, ich glaube wirklich, dass in dieser Zeit we're called back to this raw relationship with God. Dass wir zu dieser rohen, ein anderes Wort, zu dieser diese ursprüngliche Liebe zu Gott. You know, where we're stripped off of all of our things that we normally have to support our lives. Ja, und dass wir in dieser Beziehung sind und die unser Leben unterstützt. And everything is kind of stripped away. Und alles ist einfach davon. And I believe that it's a call back to this just passion for God. Und ich glaube, dass es einfach ein Rückruf ist für die Leidenschaft Gottes. When everything is stripped away. Wenn alles davongleitet. And we just stand with him. Und wir nur mit ihm zusammenstehen. This thing seems to be going on and on. Diese Dinge scheinen weiter und weiter zu gehen. But
when more challenges come, different opportunities come. Aber wenn es mehr Herausforderungen gibt, dann gibt es auch mehr Möglichkeiten. Isn't it awesome to be outside today? Ist es nicht wunderbar, heute draußen zu sein? Yeah, I've never seen the Emmanuel Gemeinde outside. Ich habe die Emmanuel Gemeinde noch niemals draußen erlebt. What a fantastic opportunity! Was für eine fantastische Möglichkeit! And it's great to have a variation, right, on the theme. Und es ist so großartig, diese Unterschiedlichkeit zu haben. But I believe that as we see the new opportunities. Aber ich glaube, dass wenn wir diesen neuen Möglichkeiten sehen, God will open up a greater movement of His Spirit. Dass Gott eine neue Bewegung und eine Erweckung im Heiligen Geist schenken wird in dieser Gegend. Through our lives. Durch unsere Leben. And it'll be genuine, authentic and powerful. Und es wird sehr kraftvoll sein. And as we engage with him, he engages with us like the father does the son. Und wenn wir mit ihm zusammenkommen, dann und wenn wir mit ihm zusammenarbeiten, dann arbeitet er auch mit uns zusammen, so wie der Vater mit dem Sohn. I had an experience a couple years ago now that really challenged me to my core. Also vor einigen Jahren hatte ich eine Erfahrung gemacht, die mich wirklich sehr in meinem Innersten herausgefordert hat. You folks know me and Susie. Ja, ihr Leute, ihr kennt mich und Susi. We've been coming and speaking here for many years. Wir kommen her und sprechen hier schon seit einigen Jahren. And we take great joy in missions and God's moving around the world. Und wir haben eine große Freude daran in der Mission und dass Gott etwas bewegt die ganze Zeit. And it's wonderful to be on the road with the Lord. Und es ist wundervoll, auf der Straße mit dem Herrn zu sein. But I had an experience a couple years ago that challenged me to the depth of who I am. Aber ich hatte vor einigen Jahren eine Herausforderung, die mich wirklich sehr gefordert hat. And I would like to share it with you this morning. Und diesen Morgen möchte ich das mit euch teilen. For some years we've been working to support the suffering church in northern Nigeria. Also vor einigen Jahren habe ich angefangen, die nigerische Kirche, die leidet, zu unterstützen. And we have rebuilt 16 churches in that time. Und wir haben in der Zeit 16 Kirchen wieder aufgebaut. We've supported a network of 6,000 widows who were made widows because of the persecution of the church. Und wir haben 6,000 Witwen unterstützt durch ein Netzwerk, die einfach durch die Christenverfolgung zu Witwen geworden sind. Many of them had their husbands killed right in front of their eyes. Viele haben erlebt, dass ihre Ehemänner vor ihren Augen getötet wurden. So I've been working very much in that area since Susie went there in 2012. Und wir arbeiten damit, seit Susie dort war in 2012. Finally, the leader there said, "Paul, it's not good enough for you to just support the work. You also need to come." Und der Leiter von dem Zentrum dort, der hat dann gesagt, "Paul, es reicht nicht, dass du uns einfach nur unterstützt. Du musst hierher kommen." I said, "Well, okay. Where do you want to go?" Und ich sagte, ja, okay. Wann soll ich kommen? And he named a town. Nannte mir eine Stadt. And I looked at him, I said, "Isn't the Boko Haram actually there?" Und ich sagte, ist Boko Haram nicht da? Not really, only in little pockets around the town. Ja, und er sagte, ja, nicht wirklich, es sind nur so ein paar kleine Taschen rings um die Stadt. I was like, his name's Paul, I'm like, "Paul, I'm not very encouraged by that." So, sein Name ist Paul und ich habe gesagt, oh, Paul, also ich bin da nicht wirklich ermutigt dabei. He said, "It'll be fine, no worries." Und er sagt, ist okay, mach dir keine Sorgen. It was one of those things where I really didn't want to pray too much about it. Und es waren so ein paar Dinge, über die ich nicht wirklich beten wollte. Because I knew the reality. Denn ich kannte die Realität. I didn't walk into this with, you know, thinking it was one thing. I knew what was there. Also, and I knew the danger. Ich kannte die Gefahr und was dort war und ich wollte da nicht so tief drüber nachdenken. So I didn't really want to pray about it. Also ich wollte nicht wirklich drüber reden, beten. I would talk with Susie a little bit about it. Ich habe etwas mit Susie darüber gesprochen. But Susie was no help at all. Aber Susie war keine Hilfe. She didn't even like, she wasn't even sympathetic to me. Sympathetic? She wasn't even, she had no heart for what I was going through. Sie hatte nicht mal ein Herz dafür, für das, was ich durchmachte. And she said, "Paul,
If the Lord tells you to go, the safest place you can be is the middle of God's will. So, und sie sagte, Paul, wenn Gott dich dazu beruft zu gehen, dann ist der sicherste Ort dort, werde ich in seinem Willen. And I'm like, now I can't say that's good for you to say, because she had already been there. Und ich könnte nicht sagen, es ist gut für dich, denn sie war schon dort. And so anyway, I procrastinated. I didn't even buy my ticket. I just hoped that it would go away. Ja, und ich habe dann mich nicht weiter drum gesorgt. Ich habe nicht mal das Ticket gekauft und ich habe gehofft, dass es so an mir vorbeigeht. But you know, when God calls you to something. Aber wisst ihr, wenn Gott euch für etwas beruft, you have no easy Ausfahrt. You know. Du hast keine einfache Ausfahrt. You can try and get as close to the off ramp as possible, but you're gonna have to stay on that Autobahn. Ja, also du kannst so nah versuchen wie möglich da ranzukommen, aber du wirst auf der Autobahn bleiben. So 2 days before I was supposed to go, I bought my ticket, hoping there was no more seats on the flight. Und dann 2 Tage bevor es losging, habe ich dann mich ums Ticket gekümmert und wollte es kaufen, hoffend, dass keine Plätze mehr frei sind. I wasn't like Jonah, but almost. Ich war nicht wie Jonah, aber fast. It still went in the right direction, but grudgingly. Es ging immer noch in die richtige Situation, die Richtung, aber anyway, a very long story. Sehr we finally Geschichte. Made it to this town. Wir sind schlussendlich zu der Stadt gekommen. And we met the Lutheran pastor over the whole region. Und wir haben den lutherischen Pastor für die ganze Region getroffen. We went straight from the airport to his house. Wir sind direkt vom Flughafen zu seinem Haus. And he showed me all of the things. 495 churches had been destroyed. Und er hat mir alles gezeigt. 495 Kirchen sind zerstört worden. And I heard all the stories. Und ich habe alle Geschichten gehört. And then they took me to a nice hotel. Und dann hat er mich in ein schönes Hotel gebracht. But I didn't sleep very well. Aber ich habe nicht sehr gut geschlafen. I'm the only white guy in about 500 miles. Everybody knows I'm there. I stand out, you know. Ich war der einzige weiße Mann in 500 Meilen, also mehr als 500 Kilometern Umfeld. Also ich war herausragend, herausstechend. And I finally got to sleep. Aber dann schlussendlich bin ich eingeschlafen. And about 2 a.m. I heard all of these sounds banging. Und am 2 Uhr früh habe ich diesen ganzen Lärm gehört. And my heart started pumping. Und mein Herz hat angefangen zu pochen. And I thought, this is the time that the Boko Haram is going to get me. Und das ist die Zeit, gonna kill me because of my faith in Jesus. Wo Boko Haram mich bekommt und wo sie versuchen werden, mich zu töten. And I was ready for the door to break open and me to be carried away. Und ich war bereit, dass die Tür aufgeht und dass sie mich davontragen. But it was just my neighbors who were partying. And aber es waren nur meine Nachbarn, die gefeiert haben. Anyway, the sweat started to go away and I started to relax. So der Schweiß hat sich so dann langsam verflüchtigt. And anyway, I woke up in the morning, had breakfast. So, ich bin dann am Morgen aufgewacht und hatte Frühstück. They had asked me to teach about the revelation of Jesus Christ to a bunch of pastors. Und sie haben mich darum gebeten, über die über Jesus zu sprechen vor vielen Pfarrern. Die Offenbarung, ja. Über die Offenbarung von Jesus. And so as I said, I'd be happy to do that. Und ich sagte, ja, ich bin sehr froh, das zu tun. And so we had breakfast, and I thought we would drive across town. Und wir hatten Frühstück, und dann habe ich gedacht, okay, dann fahren wir durch die Stadt. And instead of driving across town, we drove out of town directly north. Ja. Und aber anstatt durch die Stadt zu fahren, sind wir aus der Stadt herausgefahren in den Norden. To the place called the Zambezi Forest. Und zu einem Platz, der heißt the Zambezi Forest, where the Boko Haram still had their last and their strongest stronghold. Ja, und dort hatte die Boko Haram ihren sehr starken Halt. I was like, guys, where are you taking me? Und ich sage, hey Leute, wohin bringt ihr mich hin? There were so many military checkpoints along the way. Das waren so viele Militärstützpunkte auf dem Weg. Every single different department of the Nigerian military was on that road. Jeder einzelne, sorry, didn't get this. Every different part of the German of the Nigerian military was patrolling that road. Also alles von dem nigerischen Militär war dort an der Straße. And the freakiest ones were the plain clothes, because they looked exactly like the Boko Haram guys. Und da waren my heart was pumping again. Und da waren welche, die sahen so aus wie die vom Boko Haram. Now these guys are going to get me.
Und da habe ich gedacht, oh ja, die Leute kriegen mich. So we kept going through checkpoint after checkpoint. Und sind wir dann weiter Stützpunkt für Stützpunkt. I said to the team, where are you taking me? Und ich sag zu dem Team, wo bringt ihr mich hin? It's okay, Paul. We'll just keep going further on this road. Und sagen, ja, Paul, ist alles okay. Wir gehen nur weiter die Straße after hoch. About an hour, there were three little hills that appeared on the horizon. Und nach Stunden waren dort drei kleine Hügel, die so am Horizont aufgetaucht sind. They said, Paul, we're going to a village on this side of the hills. Und sie sagten, Paul, wir gehen zu einem Dorf auf der Seite von dem Hügel. On this side, you're totally safe. Auf dieser Seite bist du vollkommen sicher. But on the other side, that's very dangerous. Aber auf der anderen Seite ist es sehr gefährlich. I was like, come on, guys, you're kidding me, right? Und ich sag, Leute, ihr veräppelt mich. And then I got very, very quiet. Und dann bin ich sehr, sehr ruhig geworden. And they started telling stories about how they had just escaped on that road from the Boko Haram. Und dann erzählten sie mir Geschichten darüber, wie sie erst von dem Boko Haram flüchten konnten. And I just thought I was in a bad dream. Und ich habe gedacht, ich bin in einem schlechten Traum. I leaned my head on the window. Also ich habe meinen Kopf an das Fenster gelehnt. And my whole insides were just churning. Und meine ganzen Innereien haben sich einfach umgedreht. I was so afraid. Ich war so verängstigt. And I just gotta say one thing. Und ich sage nur eins. I was actually really accurate in my feelings. Also in meinen Gefühlen war ich sehr akkurat. Because Susie was back there just before the lockdown and they said, oh yeah, we took Paul to a very dangerous place. Und Susie war dort vor dem, bevor der Lockdown kam und sie haben ihr erzählt, dass sie mit Paul zu einem sehr gefährlichen Ort gegangen sind. So my heart was churning. Also mein Hart hat sich gedreht. We got to this little church. Wir sind zu dieser kleinen Kirche gekommen. There was a group of pastors and church leaders. Da war eine Gruppe von Pastoren und Kirchenleitern. Who had lost so much. Ja, und die so viel verloren hatten. And I started to share about the revelation of Jesus. Und ich habe über die Offenbarung von Jesus gesprochen. And as I was sharing chapter after chapter with them. Und ich habe Kapitel für Kapitel mit ihnen geteilt. We got to chapter 5 and it talks about how all of heaven was worshiping Jesus. Und wir sind zu Kapitel 5 gekommen, in dem es heißt, in dem es beginnt, dass der ganze Himmel Jesus ehrt. Worthy is the Lamb. Würdig ist das Lamm. To receive power. Dass er die Kraft zu erben. And wealth. Und Wohlstand. And wisdom. Und Weisheit. And strength. Und Stärke. And honor. Und Ehre. And glory. Und Herrlichkeit. And praise. Und Lobpreis. And as we were going through this chapter of the Bible. Und als wir durch dieses Kapitel der Bibel gegangen sind, the holy presence of Christ just entered that little church. Die Gegenwart von Jesus hat diese Kirche erfüllt. And he went around and touched every person. Und es ging herum und es berührte jede Person. And he touched my heart. Und es hat auch mein Herz berührt. And I realized that we sing this song, worthy, you are worthy of it all. Wir singen dieses Lied, worthy, würdig und würdig über alles. Jesus, you are worthy of everything. Jesus, du bist über alles würdig. You are not worthy because I say you're worthy, but in and of yourself, you are worthy. Du bist nicht würdig, weil ich sage, du bist würdig, sondern einfach, du bist würdig. And the sweet presence of Jesus just went one by one and also touched my heart. Und diese süße Gegenwart von Jesus hat jeden Einzelnen berührt und auch mein Herz. I had goosebumps. Ich hatte Gänsehaut. And everyone was touched with this amazing sweet presence of Jesus. Und jeder war berührt von dieser süßen Gegenwart Jesu. And even my fearful heart was changed. Und auch mein angstvolles Herz war verändert. I felt courage. Ich fühlte Mut. Because Jesus was there. Weil Jesus dort war. When everything is stripped away. Wenn alles weggenommen ist. When all of our supports are stripped away. Wenn alle unsere Stützung weggenommen ist. When we're in the middle of a pandemic. Wenn wir inmitten einer Pandemie sind. When our lives are thrown into confusion. Wenn unsere Leben in Verwirrung sind.
Or with the Nigerian church when their supports are stripped away. Und bei der nigerischen Kirche ihre Unterstützung ist komplett weggenommen worden. It's an opportunity for us to get real and develop this raw passion for Jesus. Und es ist dann ist das eine Möglichkeit, dass wir real werden können, dass wir eine Leidenschaft für Jesus bekommen. And what happened in my heart is that everything became really simple. Uh-huh. Und was passiert ist, ist, dass alles einfach sehr einfach geworden ist. You know, we have so many things that connect to our lives. Wir haben so viele Dinge, die zu unserem mit unserem Leben verbunden But sind. Do we have a burning heart and passion for Jesus? Aber haben wir ein brennendes, leidenschaftliches Herz für Jesus? That we can see through it all. Dass wir durch alles hindurch sehen and können. We know what we're living for. Und dass wir wissen, für was and wir we leben. Know what we're willing to die for. Und dass wir wissen, für was wir bereit sind zu sterben. Because we have that clarity of mind and heart. Weil wir diese Klarheit haben im Herzen und im Verstand. Like the prodigal son, we're not going one way or another. Like der verlorene Sohn, der den einen Weg oder den anderen Weg gegangen ist. But our heart is beating with this passionate heart for God. Aber unser Herz schlägt für diese Leidenschaft für Gott. I think this season is a great opportunity. Ich glaube, diese Zeit ist eine große Möglichkeit. Where we develop that raw love and experience with God. Wo wir diese ursprüngliche Liebe und die Gegenwart für Gott erleben können. That relationship grows like the virus. It goes from person to person to person. Und diese Beziehung wächst wie der Virus. Es geht von Person zu Person zu Person zu Person. If our love and our heart for God is we're beating with his heart. Wenn unsere Liebe für Gott, wenn unser Herz einfach mit seinem Herz gleichschlägt. It doesn't matter. Es kommt nicht darauf an. What happens to me in Nigeria? Was mit mir in Nigerien passiert? You know the one crazy thought that was going through my mind? Ein verrückter Gedanke, der durch meinen Kopf ging. I'm okay if they come and take me. Es ist okay, wenn sie kommen und mich mitnehmen. And if they martyr me for Jesus, I'm okay with that. Und wenn sie mich für Jesus quälen, es ist okay für mich. Because he is worthy. Denn er ist würdig. He is worthy of my life. Er ist würdig über meinem Leben. He is worthy of everything that makes me me. Er ist würdig, dass alles, was mich ausmacht. It's not about me. Es geht nicht um mich. It's about him and his glory. Es geht um ihn und seine Herrlichkeit. And his kingdom coming. Und sein Königreich kommt. You know, after I had this experience. Und danach, nach dieser Erfahrung. The one thing I wanted to do. Etwas, das ich machen wollte. Was just keep going. Ich wollte einfach weitermachen. Because his presence was so real. Denn seine Gegenwart war so real. And I wanted to keep living on that edge. Und ich wollte weiter auf dieser Kante leben. Because he is all that matters. Denn er ist alles, worum es geht. I just hope that they wouldn't like put it on the internet for my kids to see. That was the thought that was going through. Ich habe nur gehofft, dass sie es nicht gleich ins Internet bringen, wo meine Kinder es sehen würden. But this passion for God, I felt like it was a sacrifice now to go back to Hawaii. Und diese Gegenwart Gottes, ich fühlte, es war wie ein Opfer für mich, zurück nach Hawaii Because zu gehen. Because of what I experienced with Jesus. Wegen dem, was ich mit Jesus erlebt habe. When I went, there's that song, when all is stripped away and I simply come. Also, da ist dieses Lied, wenn alles weggenommen ist und ich komme. Longing just to bring something that's of worth that'll bless your heart. Es mit dem Verlangen etwas zu bringen, das dein Herz preist. And the song goes, I'm coming back to the heart of worship. Und im Lied heißt es, ich komme zurück zu dem Because it's all about you, Lord. Denn es ist alles wegen dir, Herr. It's not about me. Es ist nicht wegen mir. And it's not about my issues. Und es ist nicht wegen meinem Problem. And it's not about my job. Es ist nicht wegen meinem And it's Beruf. Not about my wealth. Es ist nicht wegen meinem And it's Wohlstand. Not about my A role in society. Es ist nicht wegen meiner Rolle in der sozialen Umfeld. And it's not about my reputation. Es ist nicht um mein um mein Ruf, danke. Es geht nicht um meinen Ruf. It's all about you, Lord Jesus. Es ist nur alles wegen dir, Herr Jesus. And to have that all just kind of just fade. Und wir haben alle diesen Glauben. And when we behold the lover of our soul. Und wenn wir? When we see the lover of our soul. Und wenn wir die Liebe unserer Seele sehen. When we experience the reality of God
washing over our hearts and lives. Wenn wir dies sehen, die Liebe Gottes, die über unser Herzen und Leben hinweg wäscht. And it makes us courageous. Und es macht uns mutig. And it makes us strong. Und es macht uns stark. Not because we are strong. Nicht weil wir stark sind. But because he is great. Denn weil er groß ist. Can anyone say amen? Kann jemand damit sagen? And the good news is we're living in a world where many followers of Jesus are doing just that. Und wir leben in einer Welt, das ist die gute Nachricht, wo viele Menschen in dieser Welt, viele Christen in dieser Welt genau so leben. The kingdom of God is growing at a rate we have never seen before. Das Kingdom, das Königreich Gottes wächst so wie wir es bisher noch nie erlebt haben. And you know, sometimes we don't feel like that. Und manchmal fühlt es sich nicht so an. You're like, Paul, you need to hang around my neighborhood a little more. Das ist ja, Paul, du müsstest ein bisschen so in meiner Nachbarschaft rumhängen. And I can understand that. Ich kann das verstehen. But the reality is the whole world is not your neighborhood. Aber die Realität ist, die ganze Welt ist nicht deine Nachbarschaft. Can anyone say amen? Amen. Amen. The kingdom of God is moving forward in an incredible rate. Ja, das Königreich Gottes geht einfach voran. Let me give you an example. Lasst mich euch ein Beispiel geben. About 15 years ago. Vor 15 Jahren. I was given a document. Hat man mir ein Dokument gegeben. And it had all the unreached people groups in the world. Und darauf waren alle unerreichten Menschengruppen in der Welt. And they were so unreached that no one from the church was even trying to reach them. Und die Kirchen versuchen wollten sie zu erreichen. And the list of the groups was for 100,000 or more people in that people group. Und die Gruppen waren etwa 100,000 davon. And there were 657 of them. Und es 657 people groups, Menschengruppen. And I looked page after page. Und ich habe Seite für Seite angeschaut. And in my heart I said, this is a challenge for the next generation, for the next 50 years. Und in meinem Herzen habe ich so gedacht und gespürt, das ist eine Herausforderung für die nächsten Generation, für die nächsten 50 Jahre. 2 years later, I got an update. 2 Jahre später habe ich ein Update bekommen. They had all been engaged. Alle wurden erreicht. Die werden alle erreicht. All the 657 of them. Alle 657 von ihnen. Thousands of people went out to say how great Jesus was. Tausende von Leuten sind zu ihnen herausgegangen und haben ihnen erzählt, wie groß Jesus ist. Many thousands of churches planted. Viele tausend Kirchen gegründet. So they moved the people groups down to 50,000. So die Menschengruppen wurden dann nur noch 50,000 oder mehr. Then 25,000 and more after 2 more years. Und dann 25,000 und mehr nach 2 Jahren. Then 15,000 or more after another couple years. Dann 15,000 nach 2 Jahren. From July the 8th of this year. Vom am 8. Juli diesen Jahres. There is only 144 people groups left. 500 people or more in a people group. Es sind nur noch 144 Menschengruppen übrig, die noch nicht erreicht sind. Etwa 500 Leute. That is incredible. Das ist unglaublich. The kingdom of God is growing at a rapid rate. Das Königreich Gottes wächst sehr, sehr schnell. In these people groups, last year, almost 5 million churches were planted. Und die Menschengruppen, das sind 5 Millionen Kirchen gegründet wurden. Can anyone say amen? Amen. And it's like ordinary people. Und es sind ganz gewöhnliche Leute. Humble people. Demütige Leute. People who you would pass in the street. Leute, denen du auf der Straße begegnen würdest. But they've been empowered with the gospel of our Lord and Savior Jesus Christ. Aber sie sind, die haben das Gospel, das Evangelium von Jesus Christus bekommen. How can we though experience this in our lives today? Aber wie können wir das in unserem Leben heute erfahren? Doesn't look like the rain is coming, so I need to check das ist, sieht nicht so aus, als ob der Regen kommt, also muss ich mal kurz meine Notizen checken. You know, when an evangelist checks his watch, do you know what it means? Also wenn ein Evangelist seine Uhr checkt, wisst ihr, was das bedeutet? He wants to know what time it is. That means wir wissen, welche Zeit es ist. And no, he doesn't. Actually, you know what it means? Absolutely nothing. Wisst ihr, was bedeutet? Das bedeutet gar nichts.
Can anyone say amen? Amen. I will bring this to a point and a conclusion. But I just feel like I've given my introduction. Aber ich fühle mich wie, ich habe einfach nur meine Einleitung gebracht. I should follow my notes, but I didn't want to this morning. Ich sollte meine Notizen folgen. I wanted to share my heart with you. Aber ich wollte mein Herz mit euch teilen. So the reality is, how can we experience this presence of Christ in Germany, in Leonberg, in Baden-Württemberg today? Die Frage ist, wie können wir diese Gegenwart Gottes, Gegenwart Christi in Deutschland, in Leonberg, hier in der Gemeinde erleben? Most probably you're not going to go to northern Nigeria. Also wahrscheinlich werdet ihr nicht nach Nigeria gehen. Which is an extreme place to go. Was wirklich ein extremer Ort ist, hinzugehen. But Susie and I in New Zealand, she mentioned that earlier, we had a time where we got some marriage counseling. Susie hat das früher schon mal erwähnt, in Neuseeland hatten wir einmal Eheberatung. It's good once in a while to get marriage counseling. Und es ist hin und wieder, es ist gut, eine Eheberatung zu bekommen. And all the married couples say, amen. Und die alle, an alle verheirateten Paare sagen, amen. 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 If you didn't say amen, we'll say amen for you. Also wenn du nicht amen sagst, dann brauchst du jemanden. Right. So, amen. Okay, so we were in this context and we were getting good input. Also wir kriegen guten Input. But in the middle of it, he gave me a book. Aber in der Mitte von der Session hat mir ein Buch gegeben. And it was kind of random. It was like off topic. War einfach gewöhnlich. But I said, okay, I'm trying to get the most out of this, and so I read it. Sagte ich versuche das meiste davon herauszubekommen, aber ich werde es lesen. And it was written by a Franciscan monk who was challenging people for quiet prayer. Und es wurde von einem Franziskanermönch geschrieben, der Leute herausgefordert hat, leise zu beten, leises Gebet. There's many different ways to pray. Und es gibt verschiedene Arten zu beten. But he was encouraging us to not bring our lists, not bring all of our requests, all the things we need. Also er hat uns herausgefordert, nicht einfach alle unsere Listen zu bringen, alle unsere Fragen, alle unsere Bitten. But just come to the Lord in quietness. Aber einfach zum Herrn zu kommen, ganz ruhig. And he challenged to us for 20 minutes. Er hat uns herausgefordert, für 20 Minuten in quietness before the Lord, ganz in Ruhe vorm Herrn zu sitzen and focus on his presence. Und sich auf seine Gegenwart zu konzentrieren. So Susie and I thought, yeah, let's do it. Und Susie und ich dachten, ja, lass uns das machen. Warum nicht? So we sat down, we set the timer on the phone. Also wir haben uns hingesetzt, wir haben exactly unseren Timer gestellt minutes auf dem Phone. German, 20 Minuten. German precision, you know? Deutsche Präzision. And so we sat there. Also wir saßen dort. Let's have quiet prayer. Lasst uns ruhiges Gebet and haben. You know what happened? Wisst ihr, was passiert ist? I just had 1,000 thoughts come to my mind. Wisst ihr, was passiert ist? Es sind einfach 1,000 Gedanken in meinen Kopf gekommen. You need to do this, and you need to call du musst das machen, du musst die Person anrufen. You have an email to du hast eine E-Mail, die du checken musst. And my mind was overwhelmed with thoughts. Und mein Verstand war überwältigt mit Gedanken. And I had to kind of swat them away like und ich musste sie einfach so wegwischen und da ja und zur Seite und das zur Seite. Until I got to a point. Bis ich zu einem Punkt gekommen bin, where I was quiet. Wo ich ruhig war. And immediately und augenblicklich the presence of Christ was there. War die Gegenwart von Christi da. Exactly like I had felt in Nigeria. Genauso wie ich es in Nigeria gefühlt habe. This beautiful presence of Jesus. Die wunderschöne Gegenwart Jesu. So real. So real. So present. So präsent. No support by anything, but just keine Unterstützung von irgendetwas anderem. Relationship einfach with Jesus. Nur die ursprüngliche Beziehung mit Jesus. And he was there. Und er war dort. To sit in his presence and to bathe in his love and his glory. In seiner Gegenwart zu sitzen und einfach in seiner Herrlichkeit zu sein. Transformed my heart. Das hat mein Herz verändert. And I was dealing with a lot of hurts and disappointments and all sorts of stuff in the last year. Und in den letzten Jahren habe ich mich damit rumgeschlagen mit verschiedenen Verletzungen und but instead of focusing on them, aber anstatt mich auf diese zu konzentrieren, I could bring them into the presence of Christ. Konnte ich sie in die Gegenwart auf Christi bringen. And you know what he transformed it into? Und wisst ihr, in was er es verwandelt hat? Salvation, in Rettung. His grace, seine Gnade. His goodness, seine Güte. His peace, seinen Frieden. His love, seine Liebe. His reality, seine Realität.
And so I have been living so much in love with Jesus. Und ich habe so viel in seiner Liebe erlebt. Nothing can touch you. Niemand kann dich anfassen. Nothing can overwhelm you. Niemand kann dich überwältigen. If you're living in the present reality of Christ. Wenn du in der präsenten Gegenwart von and Christus his love, bist. In seiner Liebe. And his glory. Und in seiner Herrlichkeit. Yeah. Can anyone say amen? Amen. Amen. So this is kind of a heart message that I wanted to share when I heard the story of the prodigal son. Das ist die Geschichte meines Herzens, die ich mit euch mitteilen wollte, als ich die Geschichte vom verlorenen Sohn gehört habe. How much do you love Jesus? Wie sehr liebst du Jesus? Are you like the prodigal son? Bist du wie der verlorene Sohn? That has been walking his own way. Der seinen eigenen Weg gegangen ist. Or her own way. Oh. Ihren eigenen Weg. The prodigal child, right? Das verlorene Kind, Tochter oder Sohn. How have we been walking? Wie sind wir gegangen? Are we trying to sort of keep ourselves strong? Versuchen wir uns selbst stark zu halten? Or are we open for the beautiful presence of Christ? Just to oder sind wir offen für die herrliche Gegenwart von Christus? And embrace us in his love. Und einfach in seine Liebe eintauchen. And to get to that point where we experience his presence on a daily basis. Und wo wir hinkommen, seine Gegenwart ganz täglich zu erleben. Because you know what the good thing is? Denn wisst ihr, was das Gute ist? We can take it with us. Wir können es mit uns nehmen. We can take it wherever we go. Wir können es mitnehmen, wo immer wir auch hingehen. It's not a devotional time only in the morning. Das ist nicht einfach nur eine Andachtszeit am Morgen. But every minute of every day we can access the presence of Christ. Jede Minute in unserem Leben, in unserem Tag können wir die Gegenwart von Christus erleben. And so that's really my heart message today. Das ist meine Herzensnachricht für heute. And if your heart is burning, you want to say yes, Lord. Und wenn dein Herz brennt, dann willst du sagen ja, Herr. I want to go deeper with you. Yes. Ich will tiefer mit dir gehen. I want to love you more completely. Ich will dich mehr lieben. I want to experience your presence. Ich will deine Gegenwart erleben. All the time. Jede Zeit. Like the apostle Paul says, pray without ceasing. Und wie der Apostel Paulus sagt, bete ohne Unterlass. Then I would like for you just to respond to Jesus. Und dann wirst du einfach antworten. Just stand up. Ja, steh einfach in auf. Your seats and let's just spend some time just focusing on the Lord. Und lass einfach Zeit spenden in der Gegenwart des Herrn. Uh-huh. Thank you, Jesus. Maybe we can have the worship band. Vielleicht kann die Lobpreisband kommen. Die Lobpreisband kommt. Let's just have a moment of quiet. Lass uns einfach einen Moment der Ruhe haben. Aha. Muss ich jetzt wieder meine Maske aufsetzen? Ach, muss ich weg. And let's just let go of our thoughts. Lass die Gedanken einfach gehen. Let go of all the worries and all the things that we know we have to do later today. Lasst alle Gedanken, alle Sorgen einfach gehen. And let's focus on the presence of Christ in our hearts. Lasst uns auf die Gegenwart unseres Herrn konzentrieren in unserem Herzen. Because he is here. Denn ist hier. He is bringing encouragement. Bringt Ermutigung. He brings healing. Bringt Heilung. You know, the Lord forgives you. Der Herr vergibt dir. He is so excited about you. So überwältigt von dir. He wants to wrap you up in his arms like the father in the story. Er möchte dich in seine Arme schließen wie der Vater in der Geschichte. Just come back to him. Komm einfach zu ihm zurück. Allow his spirit to touch your heart. Heiliger Geist, berühre die Herzen. Thank you, Jesus. Oh ja, bitte. Wholeness, Lord God, into every heart here. Ja, sprich Heiligkeit in jedes Herz hier, Herr. Wholeness. Bring Ganzheit in jedes Herz. Shalom, complete rest. Frieden, kompletten Frieden und Ruhe. Yes.
good, Jesus. Das ist so gut. So we love you. Wir lieben dich. As we're standing in the presence of Christ, wenn wir in der Gegenwart von Jesus stehen, in the New Testament, I think Hebrews, it says, let us put off every weight that holds us down. Und ich denke, im Hebräerbrief steht, lasst uns jedes Gewicht loslassen, das uns runterdrückt. Every weight and every sin, let's jedes lay it off Gewicht and let us run Sünde, with patience. Lasst uns es ablegen und the race that is set before us. There are things that weigh us down in our lives. Das sind die Dinge, die uns zurückhalten in unserem Leben. It's our circumstances. Das sind unsere Umstände. Our concerns. Unsere Bedenken. It's our internal stresses. Unser immerwährender Stress. Whatever it is, or maybe it is a sin. I don't know what's going on in your heart. Vielleicht ist es auch eine Sünde, was immer in unserem Herzen ist. Whatever is weighing you down. Was immer dich auch runterdrückt. I just ask you right now, just to do some business with God. Ich bitte dich jetzt in dem Moment, mach es fertig mit Gott. Simply respond to Him. Antworte ihm. Yes. Is there a step that you need to make to come home? Ist da ein Schritt, den du machen musst, um nach Hause zu gehen? Yes, there is. We have to drive home. In your heart right now. Jetzt in deinem Herzen. Make a decision that you will apply that in your life. Mach eine Entscheidung, dass du das in deinem Leben machst. I'm gonna hand it back over to the worship band, but let's just stay in this sweet presence of Jesus. Ja, ich gebe jetzt alles weiter wieder zurück an die Lobpreisband, aber lasst uns einfach in der Gegenwart von Jesus bleiben. And worship Him. Und ihn ehren. Because He is worthy of it all. Denn er ist über alles würdig. Amen. Ich bin Gottes.
ist ein Platz für mich. Ich bin Gottes Kind. Ja, sei gegrüßt. Du erwählst mich und verlässt mich. Durch dich weiß ich, wer ich bin. Du bist für mich, bist mein Bestes. Durch dich weiß ich, wer ich bin. Halleluja. Ja, durch dich, Jesus, weiß ich, wer ich bin. Und lass uns es mitnehmen, dass du das ganz tief in deinem Herzen weißt, wer du bist in Jesus. Nicht, was du von dir denkst oder was andere über dich denken oder sagen, sondern was Gott über dich denkt und über dich sagt. Und ich glaube, wenn wir das ganz tief drin haben, dann können wir auch so die neue Woche starten mit dem, was der Paul uns heute mitgegeben hat. Mit dieser Liebe und dieser Leidenschaft, dass sie vielleicht auch wieder neu entfacht wird. Ich brauche das auch immer wieder. Der Alltag fordert oft so viel und wir sind so abgelenkt hier und haben so viele Sachen um uns rum. Und das ist manchmal gar nicht einfach, diese Leidenschaft und dieses Feuer in uns am Brennen zu halten. Aber ich bin so froh, dass Jesus uns immer wieder zurückholt, dass er immer wieder die Hand ausstreckt und dich an dem Platz, wo du bist, einfach mitnimmt. Er kennt deine Umstände, er kennt deine Situation. Du bist nicht in Nigeria, du bist auch nicht auf Hawaii. Du bist hier in deinem Job 8 Stunden, 10 Stunden, 12 Stunden. Und er weiß genau, wie es dir geht und wie schwer es manchmal ist, mit seinen Gedanken, mit seinem Herzen echt bei Gott zu bleiben. Aber ich glaube, dass er auch uns hier in unserem Leben, in unserem Alltag, jeden Tag begegnen kann. Vielleicht bist du Mutter, hast Stress jeden Tag mit deinen Kids, kommst gar nicht zur Ruhe. Aber auch da ist Gott da und er kann dir oft durch Kleinigkeiten begegnen. Und das wünsche ich mir für mich und das wünsche ich mir für uns alle. Und ich möchte den Gottesdienst beschließen mit einem Segen für uns alle und euch eine super gute Woche wünschen. Unser nächster Outdoor-Gottesdienst wird auch wieder hier sein am 15. August. Okay, sorry, dass ich kurz unterbreche. Eine Info darf ich noch weitergeben. War jemand schon mal involviert in die Speisung der 5000? Nein. Nein, war man nicht, weil das ist ganz lang her. Und dennoch war man's, weil ihr und nicht nur ihr, sondern auch Freunde aus Kalf und haben Geld gespendet für unsere Freunde aus Uganda. Und da sind jetzt ungefähr 13 Tonnen Lebensmittel und Seife zusammengekommen. 13 von so einer kleinen Gemeinde, 13 Tonnen, oder? Hammer. Das geht an 713 Familien, das sind mindestens 5000 Leute. Und vielen, vielen Dank dafür. Ja, vielen Dank, ihr seid super. Oh ja. Super, danke Markus, hätte ich jetzt komplett vergessen. Ja, ein super Segen, auch was wir mit unserem Geld machen können und wie viele Menschen, die dort jetzt echt verzweifelt waren, wieder Hoffnung haben und was zu essen haben. Genau. Ich bete noch zum Abschluss. Jesus, danke für diesen Gottesdienst. Danke, dass du auch echt den Regen ferngehalten hast. Das ist echt ein Wunder. Ich danke dir dafür. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der den Weg heute hierher geschafft hat. Und danke, dass du mit jedem von uns mitgehst. Und dass wir das in unserem Herzen bewahren, was wir heute gehört und erlebt haben, wo wir dich vorher gespürt haben, deinen Frieden. Herr, dass wir es in die neue Woche mitnehmen. Egal, was auf uns zukommt, egal, was die nächsten Tage und Wochen bringen, du bist mit uns. Und dafür danke ich dir. Segne das Team aus Blankenburg. Ich segne Paul und Susi und ihre Kids. Und ich bete, dass du sie bewahrst und behütest, dass du mit ihnen gehst und dass du ihnen jeden Tag neu zeigst, ja, wer du bist und was du mit ihnen vorhast. Ich danke dir dafür. Danke, dass sie heute hier waren und uns so super gedient haben. Dank dafür, Jesus. Amen. Macht's gut, habt einen super schönen Sonntag und eine gute Woche. Und wir haben noch einen Abschlussredit, genau. Sehr gut. Scheint alles spontan.
durchgehalten habt. Danke auch an alle Helfer heute. Es wäre super, wir haben hier ein paar von diesen hellen Biertisch-Bänken, genau. Wenn ihr die einfach geschwind zusammenklappen könntet, die kommen da rechts in das Gewächshaus, vielleicht da vorne geschwind hinstellen, das wäre super. Und am Ausgang, hier direkt, wo dieses Auto steht und unser Ständer, da ist noch ein kleines Opferkörbchen, das habe ich vergessen zu sagen. Wer gerne noch was spenden möchte, der darf da sehr gerne was reinlegen. Würden uns freuen. Genau, also macht's gut, habt einen schönen Tag noch. Und jetzt regnet's.